Die Klimakleber, die nerven nämlich so richtig und Bild nervt jetzt zurück. Ja, genauer gesagt. Ja, unser Bildreporter Rick Schütze, ne, der ist mal auf die Straße gegangen, direkt zu den Klimaklebern und hat versucht, die von der Straße wegzunerven. So, sie kleben wieder hier mitten in Berlin, aber heute wird zurückgenervt. Hi, sitzt du gemütlich? Ich möchte gerade keine Frage von Ihnen beantworten, wenn Sie mit einer Person von uns sprechen wollen. Theo sitzt da drüben. Ja, der kann ja ruhig herkommen. Ach, guck mal, Sie kriegen ja schon Besuch. Und bei euch? Läuft auch? Wir haben heute überlegt, wir machen das auch mal so wie ihr. Wir nerven mal ein bisschen zurück. Und da habe ich erstmal eine Flöte mitgebracht. Und nervt schon ein bisschen? Wie geht's dir? Schon ein bisschen am Nerven? Gut, ich glaube, ich muss noch ein bisschen weitermachen. Ja, das mit dem Flöten kriege ich noch nicht so hin. Sie sind auch irgendwie immer noch hier. Dann gehen wir zu Phase 2 über. Ich habe einen Freund mitgebracht, der mag den Klimaschutz genauso wie ihr. Und den setze ich jetzt hier mal hin. Klimakleber nerven, Klimakleber nerven. Es wird auf jeden Fall aufgelöst. Ihr seid aber irgendwie hier noch stur bei der Sache und die sitzen hier weiter fleißig rum. Aber der Verkehr, der geht weiter. Das sind nur Wichser, sind das. Ganz einfach. Und das sage ich auch. Was sollen die? Die sollen sich 10 Minuten hinsetzen, dann sollen sie Fahrbahn frei machen. Wir müssen arbeiten. Die Idioten hier nicht arbeiten. Die sollten lieber arbeiten gehen. Die sollten lieber arbeiten gehen. Was soll ich sagen? Was zu machen ist ja richtig. Weil es ist ja nur für uns. Für die Umwelt und alles. Also, man ist zwar dagegen, aber irgendwie haben sie ja recht. Meine Enkelkinder und die Kinder von meinen Kindern und. Du schon wieder, hi. Zu bemerkt, wir sind echt berühmt geworden seit gestern. Und ich habe dir auch wieder mal was mitgebracht, weil du gestern schon so nett die Bild-Zeitung gelesen hast. Daher schenke ich sie dir heute wieder. Es ist natürlich ein Thema, was stark diskutiert wird und dementsprechend vertraue ich einfach darauf, dass Menschen da sind, die für uns eintreten würden. Kannst du Blockflöte spielen? Kann ich nicht, nein. Pass auf, ich spiele dir mal was vor, weil wir hatten so ein schönes Gespräch. Die anderen, die wollten sich einfach nicht mit mir unterhalten. Die waren da irgendwie relativ verschlossen. Und meine Freundin da drüben, die habe ich gestern schon getroffen, die hat heute wieder nicht mit mir so richtig gesprochen. Bei dir spiele ich jetzt ein Ständchen vor, ist okay? Ich hör lieber Metal. Ich kann es ja mal versuchen. War das Metal? Das kommt einem Gitarrensolo relativ ähnlich. Super, also es ist noch Hoffnung für mich. So, bin wieder da. Sitze immer noch hier. Sag mal, ich zeig dir mal ein Video. Das ist von euch sogar. Da habt ihr so ein bisschen Kunst geschändet. Kennst du das? Tomatensoße auf dem Van Gogh, das ist doch voll toll, oder? Findest du das? Gut, das nehme ich mal als ja. Ich habe nämlich übrigens auch Tomatensoße mitgebracht. Mir gedacht, ach, ihr das könnt. Guck mal, hier habe ich auch eine gute Tomatensoße. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, was kann man denn mit dieser Tomatensoße alles anstellen? Komm, also hast du eine Idee, was man damit machen kann? Mir fällt da so ganz viel ein, was man machen könnte. So, guck mal, die Farbe des Banners ist ja schon mal da. Riecht auch gut. Willst du mal riechen? Sehr lecker. Aber so bin ich nicht. Keine Angst, ich werde sie nicht über dich rüberschütten. Das macht ihr ja nur. Ich würde sagen, ich nehme die wieder mit nach Hause und ihr beschmutzt keine Gemälde mehr. Wollen wir das machen? Wir warten noch auf das Jahr. Der Schütze wird am Montag wieder da vorbeifahren, unser Bildreporter.